Können wir uns mal ganz kurz in diesem Video über den Fakt unterhalten, dass die Kids, die sogenannten Nublar Six aus der Jurassic World Serie Jurassic World Camp Cretaceous oder eben zu Deutsch Jurassic World Neues Abenteuer, dass diese Kids sehr wahrscheinlich die verdammte Apokalypse verhindert haben. Es ist wirklich so, hört mir ganz genau zu, in diesem Video besprechen wir einmal, was wäre, wenn der Scorpius Rex es geschafft hätte, aufs Festland zu kommen. Das wird krass, das wird wirklich krass. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt in irgendeiner Art und Weise losgeht, dieses Was-wäre-wenn-Abenteuer hat nichts mit meinen chronologischen Was-wäre-wenn-Geschichten zu tun, die ich sonst auf diesem Kanal hier mache. Ich habe bis jetzt zwei Videos gemacht, die in ihrem Was-wäre-wenn-Kontext zusammengehören. Das ist eine Kontinuität, quasi mein eigenes Was-wäre-wenn-Universum. Das sind einmal dieses Video und einmal dieses Video. Das hier passt in diese Geschichte nicht mit rein. Dennoch behandle ich hiermit ein Thema, das mich persönlich dann doch sehr interessiert hat und ich mich damit einfach mal auseinandersetzen wollte und natürlich wie immer auf deine Meinung gespannt bin, die du mir am Ende des Videos bitte in die Kommentare schreiben sollst. Jurassic World Camp Cretaceous ist nach wie vor eine total unterschätzte Serie. Ja, es bleibt immer noch eine Serie, die für Kinder ist. Eine Serie, die einfach die Zielgruppe Kinder oder eben jüngere Zuschauer ansprechen wollte. Nichtsdestotrotz werden hier Sachen aufgegriffen, die ich so ein bisschen in den Hauptfilmen vermisst hatte. Wie zum Beispiel einmal den Hintergrund eines sogenannten Hybriden. Welche Hybriden kennen wir aus den Jurassic World Filmen? Naja, wir hätten zum einen den Indominus Rex oder eben dann auch in Jurassic World 2 den Indoraptor. In Jurassic World Camp Cretaceous wird uns unter anderem auch noch der sogenannte Scorpius Rex vorgestellt. Ein Dinosaurier, der es wirklich in sich hat. Staffel 3 von Jurassic World Camp Cretaceous zeigt uns das allererste Mal, wie düster und wie fies und wie brutal auch der Scorpius Rex mit seinen Opfern umgeht. Staffel 3 ist unter anderem auch für mich und auch für die meisten von euch, das weiß ich, die beste Staffel der gesamten Jurassic World Camp Cretaceous Serie und da gehe ich komplett mit. Ich finde Staffel 3 auch mitunter die beste Staffel der gesamten Serie. Einer der größten Twists in dieser dritten Staffel ist der, dass der Scorpius Rex ursprünglich nur als eine einzige Kreatur auftritt. Also wir als Zuschauer und eben auch die Kids sind sich ganz bewusst dessen, dass es nur einen einzigen Scorpius Rex gibt. Naja, das war im Endeffekt aber falsch gedacht, denn Darius merkt irgendwann an, dass der Scorpius Rex ja unfassbar schnell sein müsste, wenn er innerhalb von einer ganz kurzen Zeit vom einen Ende zum anderen Ende der Insel gerannt sein müsste. Denn einmal gab es hier eine Sichtung auf der Insel und einmal am anderen Ende der Isla Nublar gab es eine Sichtung des Scorpius Rex. Naja, der Fakt sieht ein bisschen anders aus. Das Tier ist zwar auch schnell unter anderem, aber es gibt eben zwei davon. Denn der Scorpius Rex ist in der Lage, sich selbst zu reproduzieren und das quasi ohne einen geschlechtlichen oder einen andersgeschlechtlichen Partner dazu zu haben. Das Tier kann also quasi einfach Eier legen und dann schlüpft da eben ein neuer Scorpius Rex bei raus. Die Serie hat uns zwar auch gezeigt, dass die beiden nicht unbedingt miteinander harmonieren, allerdings sollten wir diese ganze Idee nochmal ein bisschen weiterspinnen. Der Scorpius Rex ist ursprünglich das erste Modell eines Hybriden gewesen. Tatsächlich war er sogar der Prototyp des Indominus Rex später gewesen. Auch im Scorpius Rex steckt ein Anteil von Raptor drin. Was wir aus den Jurassic Park Filmen schon wissen ist, dass Velociraptoren eine gewisse Grundintelligenz mitbringen und die sogar weiterentwickeln können. Zum Beispiel unterhalten sich die Velociraptoren in Jurassic Park 1 noch mehr mit stupiden und stumpfen Lauten, wie zum Beispiel das hier. Wie wir dann später in Jurassic Park 3 erfahren, sind das Geräusche für Hilferufe. In Jurassic Park 3 selbst allerdings sehen wir nicht nur anhand des Designs der Velociraptoren, sondern auch anhand der Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, dass die sich definitiv weiterentwickelt haben. Die Velociraptoren scheinen wesentlich mehr Laute entwickelt zu haben, als noch in Jurassic Park 1 oder eben auch Jurassic Park 2. Noch dazu scheinen sie eine eigene Hierarchie aufgebaut zu haben über die verschiedenen Jahre hinweg. Und das ist auch komplett logisch, denn in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World erklärt Dr. Alan Grant, dass Velociraptoren schlauer gewesen sein müssen als Primaten, also als wir. Alle unsere Theorien über die Intelligenz und Fähigkeiten von Raptoren waren nicht einmal annähernd richtig. Sie waren intelligent. Sie waren klüger als Delfine oder Wale. Sie waren sogar klüger als alle Primaten.
Nehmen wir einfach mal an, die Theorie ist wahr und es schlummert auch nur ein kleiner Teil eines Velociraptoren in einem Scorpius Rex, hätte auch dieser die Fähigkeit gehabt, früher oder später eigene Hierarchien aufzubauen unter seiner eigenen Gattung. Das heißt, wenn dieses Tier in der Lage gewesen wäre, noch mehrere Eier als nur eins zu legen, hätte er quasi eine ganze Armada um sich herum gehabt. Nehmen wir jetzt einfach mal an, der Scorpius Rex wäre aus irgendeinem Grund aufs Festland gekommen. Ey, wir tun einfach mal so, als hätten die Kids, die Nublar Six, es nicht geschafft, den Scorpius Rex zu vernichten. Und Louis Dodgson hätte das Tier mitgenommen, ohne wirklich zu wissen, was denn eigentlich dahinter steckt. Auch ein Dr. Henry Wu würde eventuell nicht unbedingt wissen, dass der Scorpius Rex sich in einem dermatigen Ausmaß selbst replizieren kann. Oder noch eine wesentlich nähere Geschichte, wenn der Scorpius Rex ein weiteres Ei auf ein Boot gelegt hätte, mit dem später die Nublar Six auf die andere Insel gefahren wären. Dort wären dann eben weitere Scorpius Rex ausgebrochen und auch von dort aus hätten sie sich irgendwie aufs Festland verbreitet. Der Scorpius Rex wäre tatsächlich der Anfang vom Ende gewesen. Bis die Welt wirklich herausgefunden hätte, was eigentlich los ist, gäbe es wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht sogar vielleicht schon Tausende von diesen Kreaturen, die immer weiter anfangen, ihren Verstand immer weiter zu entwickeln. Also die werden einfach immer intelligenter, immer cleverer, immer sozialer. Sie schmieden Pläne. Sie werden quasi die ultimativen Kreaturen. Ungefähr das, was auch der Indominus Rex hätte werden können, wenn man ihn eben, naja, ein bisschen anders aufgezogen hätte. Der Indominus Rex, wird ja auch im Film so häufig gesagt, ist unterentwickelt, da er einfach keine sozialen Kontakte hat und eben nicht weiß, wo in der Nahrungskette er steht. Der Scorpius Rex hingegen würde sehr schnell herausfinden, dass er über uns Menschen steht in der Nahrungskette und würde das auch zu seinem Vorteil ausnutzen. Ein Szenario, in dem der Scorpius Rex sich unkontrolliert auf dem Festland ausbreitet, wäre wesentlich grauenvoller als alles, was Jurassic World Dominion uns jemals hätte zeigen können. Hier haben wir eine Plage von Heuschrecken, die unser Nahrungssystem nach und nach abkappt. Mit dem Scorpius Rex haben wir niemanden, der hinter dem Ganzen steht, niemanden, der dieses Tier wirklich kontrolliert. Wir haben ein Wesen, ein Lebewesen, das nur zu einem einzigen Zweck unterwegs ist, nämlich um zu jagen. Und das sowohl an Tag als aber auch bei Nacht. Natürlich flackert jetzt auch hier wieder dieselbe Kritik auf wie auch in Jurassic World Dominion. Wenn der Mensch wollen würde, könnte er doch diese Kreaturen so schnell auslöschen wie alles andere auch. Wir sind immerhin dafür bekannt, Spezies auszurotten, einfach nur weil wir gerade Bock drauf haben, irgendwie Nashornhörner zu sammeln oder so ein Kram. Auch das wäre wahrscheinlich früher oder später der Fall. Allerdings müssen wir uns wirklich vor Augen halten, wie lange es dauern würde, bis wir die Sache unter Kontrolle bekommen würden. Eine Welt wie Jurassic World funktioniert nämlich folgendermaßen. Wir haben gesehen, wie ungefähr 15 bis 20 Dinosaurier aus der Lockwood-Menschen entkommen sind. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir Menschen die Saurier auf dem gesamten Globus verbreitet. Was meint ihr, was passieren würde, wenn der Scorpius Rex frei da draußen herumrennen würde und sich weiterhin vermehren würde? Wir würden nicht alle versuchen, das Tier zu töten. Nein, es gäbe Leute, die versuchen würden, dieses Tier zu fangen und zu verkaufen. Und das eben ohne das Hintergrundwissen, dass der Scorpius Rex sich einfach unkontrolliert fortpflanzen kann. Das heißt, wir hätten innerhalb kürzester Zeit, lasst es mal 1, 2, maximal 3 Jahre sein, eine Art von Pandemie. Nur eben nicht mit einem Virus, sondern mit einem fleischfressenden Jäger, der auf einmal global auf der gesamten Welt anfangen würde, immer weiter Eier zu legen und vielleicht sogar immer schneller. Denn der Scorpius Rex würde sich mit der Zeit weiterentwickeln, quasi wie ein Virus. Und wie würde der Scorpius Rex immer am Leben bleiben, richtig, indem er sich weiter dupliziert, indem er sich immer weiter verbreitet. Wir hätten also definitiv ein apokalyptisches Szenario, hätten die Jungs und Mädels aus Jurassic World Camp Cretaceous es nicht geschafft, den Scorpius Rex aufzuhalten. Es wären wirklich düstere Zeiten für die Welt gewesen und man muss ganz ehrlich sagen, ja, das wäre auf jeden Fall ein Problem gewesen. Ich meine, Blue kann das auch. Blue kann das auch, aber ganz ehrlich, die Fähigkeit, dass Blue sich ohne Partner fortpflanzen kann, wurde halt total aus dem Arsch gezogen. Das war wirklich nur, um den Plot irgendwie voranzubringen. Wäre vielleicht auch ein Problem, was man hätte behandeln können in Jurassic World Dominion, weil das nicht cool ist, wenn sich diese Raubtiere ohne Kontrolle fortpflanzen können, aber Jurassic World Dominion hat sich wie so oft gedacht, ist doch egal. Der Scorpius Rex wäre auf jeden Fall eine definitive Gefahr gewesen, auch für das Militär, denn auch das Militär könnte auf die dumme Idee kommen, wir fangen die nicht, oder wir töten die nicht, wir fangen die nur und benutzen die für uns selbst. Wir Menschen ticken leider so. Von daher finde ich immer die Aussage, ja, wir könnten die einfach wegbomben, was hat ein Indoraptor oder ein Scorpius Rex gegen einen Panzer auszurichten? Nichts, aber wir Menschen ticken leider, wie wir eben ticken. Und ein Scorpius Rex auf dem Festland, der sich unkontrolliert weiter verbreitet, wäre für uns definitiv ein fieser Schlag in die Magengrube. Und wir würden ein apokalyptisches Szenario erleben, das ich als Film auch sehr interessant sehen würde.
Wie ist deine Meinung dazu? Siehst du das ganz genauso kritisch wie ich, dass der Scorpius Rex sehr wahrscheinlich die größte Gefahr im gesamten Jurassic-Universum an sich gewesen wäre? Oder bist du der Meinung, nee, das hätte eh so nicht funktioniert? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.